nicht nachmachen. So könnte die Überschrift des 10. Aktionstages Gesundner und ebenfalls lauten. Wobei sich das Nicht-Nachmachen auf das bezieht, was am 13. Juni nicht vorgemacht wurde. Genau, also das ist heute unser 10. Aktionstag Gesundner und. Der wird organisiert vom Arbeitskreis Suchtprävention und Gesundheitsförderung, den ich koordiniere und leite. Den Aktionstag gibt es schon viele Jahre. Hat einen suchtpräventiven Hintergrund. Es geht also darum, eine gesunde Lebensweise aufzuzeigen, Jugendlichen kreative und sportliche Freizeitangebote vorzustellen, alternativ einfach zum Suchtmittel- und Drogenkonsum. Nicht nur Kinder und Jugendliche waren vor Ort, auch ältere Semester genossen das Unterhaltungsprogramm. Gezeigt wurde vieles, mit dem man seine Freizeit wesentlich sinnvoller verbringen kann. Also generell ist der Aktionstag immer gut besucht gewesen, so wie ich das rückgemeldet bekommen habe. Ja, und generell die Tendenzen führen, also würde ich jetzt sagen, dazu, dass die Schüler weniger rauchen auf jeden Fall. Also das Rauchen ist tendenziell zurückgegangen und ist uninteressanter für Jugendliche. Alkohol ist nach wie vor für Jugendliche sehr interessant. Durch Aufklärungsarbeit und zum Beispiel unser Stand vom DRK, alkoholfreie Cocktails mixen, bringt man die Jugendlichen doch schon zum Nachdenken, sensibilisiert für das Thema, sodass man doch schon den einen oder anderen daran hindern kann, sich vielleicht ins Koma zu trinken oder eine Alkoholvergiftung zu bekommen und im Krankenhaus zu landen. Sport macht im Gegensatz dazu nicht süchtig, aber durchaus glücklich. Theorien besagen, dass durch Sport körpereigene, also unschädliche, Endokannabinoide, Serotonin, Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet werden. Diese sorgen für ein mentales Wohlbefinden. Alkohol und Zigaretten als legale Drogen sind relativ einfach verfügbar. Aber es gibt noch andere süchtig machende und vor allem gesundheitsschädliche Substanzen. Crystal ist auf jeden Fall in Weißenfels ein großes Thema oder im Burgenlandkreis generell. Würde ich jetzt aus meiner Arbeit sagen, dass es in den Sekundarschulen oder auch Gymnasien ja noch nicht ein ganz so großes Thema ist. Es wird ganz, ganz selten vereinzelt berichtet von Crystal-Konsum, aber in den Schulen geht es doch eher um Cannabiskonsum. Also Alkohol und Cannabis sind die am beliebtesten Drogen, die in den Schulen konsumiert werden. Die ältere Generation, sage ich dann mal, oder dann ab der Berufsausbildung, da steigen die schon sehr stark ein mit dem Crystal-Konsum. Es findet in gewisser Hinsicht eine Verlagerung des Drogenkonsums statt. Ja, also der Nikotinkonsum, der ist, wird unbeliebter und uninteressant, einfach weil, ich denke, da hat die Aufklärungsarbeit, die meine Vorgänger schon geleistet haben, schon Früchte getragen. Aber Cannabis, trotz dessen, dass es geraucht wird, wird einfach vollkommen unterschätzt. Und wird, es wird einfach gedacht, dass es gesund ist, dass es heilende Kräfte hat. Also da ist einfach ein gefährliches Halbwissen vorhanden über Cannabis generell. Dadurch, dass aus Medien berichtet wird, dass Medikamente daraus hergestellt werden, glauben die Jugendlichen einfach, ja, das ist was Gesundes und ist auf jeden Fall unschädlicher wie Alkohol, höre ich immer. Nicht nur im Schul- oder Berufsschulalter sollte man die Finger von solchen Substanzen lassen. Das fängt erstmal an bei Schlafstörungen. Also viele konsumieren Cannabis erstmal, um sich zu entspannen und auch abends, dass sie besser einschlafen können. Und das führt dann genau zum Gegenteil, dass es Schlafstörungen verursacht. Ja, Depression über längeren Konsum. Es ist auch eine sogenannte, oder ich nenne es immer gerne Blödmacher-Droge, weil es einfach wahnsinnig aufs Kurzzeitgedächtnis geht, bis hin zu psychischen Erkrankungen, kann man sagen. Fast ein Jahr lang wurde dieser Aktionstag geplant. Der nächste soll in 2 Jahren an der gleichen Stelle stattfinden.